Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute dürft ihr zuschauen, wie ich meinen schon etwas in die Jahre gekommenen Bürstenwagen umbaue. Und ich sehe, ich muss hier auch die Bewässerungsanlage umbauen. Das ist alles andere als optimal. Da hinten gibt es wahnsinnige Pfützen. Da kommt zu viel hin, da hinten mit dem einen Sprenger. Ja, so ist das. Hier ist die Fläche. Haben wir der Schott auf die Fläche. Da müssen wir jetzt als nächstes ran. Aber dazu brauche ich meinen umgebauten Bürstenwagen. Denn ich möchte mit dem Bürstenwagen diese Fläche nochmal glatt ziehen. Das ist genau die Herausforderung. Diese Fläche soll ja topfeben sein, damit auch da natürlich eine schöne ebene Rasenfläche wächst. Und das da hinten geht gar nicht. Na gut, viel Spaß dabei. So, der Bürstenwagen versteckt sich hier unter meinem Anhänger. So, da ist er. Ja, liebe Rasenfreaks, das Problem, was ich mit dem Bürstenwagen habe, ist folgendes. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Und zwar Schüsseln. Diese Bürsten, die schüsseln so seitlich ein bisschen hoch. Die laufen also nicht parallel. Das heißt, die sind hier nicht gut genug geführt. Und deswegen will ich jetzt diese Metallprofile verlängern, um damit die Bürsten wirklich eben zu haben, also wirklich ganz platt auf dem Boden liegen zu haben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Bürsten abschrauben, dann muss ich diese Metallprofile, die da eingeschweißt sind, wieder rausflexen. Und dann habe ich neue Metallprofile gekauft. Und die werden dann hier reingesetzt. Und dann ein bisschen kürzer als, natürlich ein bisschen kürzer als die Bürsten, damit ich dann, wenn ich irgendwo gegenfahre, nicht mit dem Metall irgendwo gegenfahre. Und das machen wir jetzt. So, dann löse ich jetzt erstmal die Bürsten. Es ist heute ein so schwül warmes Wetter. Unfassbar. Es hat tatsächlich heute Nacht geregnet. Das ist echt eine super Lösung hier mit diesen Blechen. Dann kann man die halt einfach rausnehmen. Zack, zack. Andere Seite. Schrauben nicht verlieren. Na, hier sind sie so ein ganz bisschen eng. Okay. So. Genau, jetzt muss ich die hier abflexen wieder. Jetzt habe ich meine beiden kleinen Flexis. Ohrschützer, Augenschutz. Und zacke. So, jetzt muss ich die lösen hier. So, jetzt hoffen wir mal, dass sie abgeht. Natürlich nicht. Shit, ey. Doch, kommt. Kommt. So. Eins. Mir läuft das Wasser in Strömen den Körper runter. In Strömen. So, das ist jetzt etwas
größere Scheibe, genau passend. Zack, wieder auf. So. Das kleine Adel. Fast durchgeflext. Ja, ja. Oh, hinterher. So, das mache ich im Prinzip jetzt auch auf der anderen Seite. Und dann setzen wir hier schon die Stangen drauf. So. Gut. Das war's schon. Jetzt können schon die neuen Bleche drauf geschweißt werden. So, Rahmenfreaks. Ich muss in den Schatten. Das geht ja gar nicht. Und die Dinger müssen jetzt auch ab hier. Dann habe ich schon halb durchgeschnitten. Eben fast einen Koller gekriegt. An der Sonne. 100% Luftfeuchtigkeit. Dann brauche ich natürlich so keine Mütze hier. Ah, das ist auch angenehm. Boah, ich habe geschwitzt. Glaubt man nicht. So, gut. Erstmal die beiden äußeren. Schon einmessen. 47,5. 42,45. 45. Der passt schon genau. Gut. Jetzt haben wir das Schweißgerät. Jetzt habe ich mir noch ein. Ne, also Schweißen, ne, ist harte UV-Strahlung. Man muss seinen ganzen Körper schützen vor dieser Strahlung. Und jetzt bei der Hitze rennst du dann in solchen Klamotten rum. Jo. Passt jetzt die Länge noch? 45. Ja, sieht gut aus. So. Klappe runter. Festhalten. Anschweißen. Gut. Brauchen ein bisschen mehr Power. So. Fliegt man gleich die Sicherung raus. Sehr schön. Das sieht gut aus. Gut. Und dann reicht das. Gut. Das reicht. Wird dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer, was richtig gut ist. So, 145. Nicht 145. Ein bisschen mehr Vorschub. Wunderbar. Sehr schön. Fertig. Schick. So. Ah. Jetzt wieder rein. Was haben wir jetzt hier? Was auf 60, genau. Okay.
60. Ein bisschen Luft können die haben. 60. Nicht drum rumwackeln. 40. 60 dran anschweißen. Nicht schön, aber selten. Deckt. Gut. Da habe ich gestern echt einen kleinen Kreislaufzusammenbruch bekommen, als ich da bei der Hitze in voller Montur geschweißt habe und dann irgendwann voll den ganzen Nachmittag nur noch auf dem Sofa gelegen. Jetzt habe ich mich ein bisschen luftiger angezogen. So, jetzt bauen wir das Ding fertig. Ja, ja, ja. Es ist ja nicht mehr viel. Mann, ey. Zack, zack, zack. So, das ist das. Jetzt wechseln wir die Ecken weg. Sehr schön, abgerundet ein bisschen. So, jetzt kommt noch eine Sache. Zur Stabilisierung werde ich jetzt hier noch das Bild hier raufschweißen. Genau. Ist gut. Fertig. Und zwar mache ich heute den Connor Ward. Das hat mich so begeistert. Connor Ward hat sich so einen riesigen Metallrakel gebaut. Und ich habe ja meinen Bürstenwagen umgebaut. Und ja, der funktioniert jetzt im Prinzip wie ein Rasenrakel. Und die Fläche ist so uneben und ich habe überhaupt keine Lust mehr, jetzt hier von Hand das Ding zu glätten. Also versuche ich jetzt mal mit der Maschine, mit dem Hinterherziehen dieses Teils, diese Fläche irgendwie glatt zu ziehen. Ich fahre ja vorne mit den Rädern drüber weg. Das heißt, die glätten die Fläche sowieso schon. Die pressen jetzt so ein bisschen den Boden an. Und jetzt fahre ich hier mal im Kreis, wie das Connor Ward auch gemacht hat bei dem Sanden. Der Boden ist relativ frisch. Wir hatten gestern diesen Superregen, 50 Liter pro Quadratmeter, also richtig schön durchfeuchtet. Also richtig viel Wasser drin. Und wenn das jetzt hier funktioniert, dann will ich auch gleich nachsehen. Vielleicht kommt das jetzt auch noch in dem Video, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. Und was ich gemacht habe, ich habe gleich den ersten Sprengerkopf abgefahren. Also der war zu hoch. Es war mir auch klar, dass der zu hoch ist. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da sieht er ihn. Da seht ihr ihn. Da seht ihr ihn hier. Zack. Kaputt. Kopf weg. Mist. So richtig schön brutal rausgerissen. Ah! Ha! Das Gewinde ist tatsächlich noch da. Da geht doch. Au, 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 au. Yeah.
Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Lassen wir so. Ist gut. Den Rest machen wir jetzt hier von Hand. Und aber die Fläche ist jetzt schon mal schön glatt geworden. Es wird nicht hundertprozentig glatt sein. Nee, da kommt dann doch nochmal der Sand drauf, aber das ist, glaube ich, jetzt die Basis und jetzt können wir einsehen. Thank you.